Nun stellt sich die Frage, was ist der volle Einsatz wert in diesem Mittelfeldduell der dritten Liga? Und vor allen Dingen musste erstmal Peter Nemeth selbst vollen Einsatz zeigen. Er musste nämlich kniffeln und knobeln, der 42-Jährige. Wen stelle ich denn überhaupt auf? Personalprobleme vor diesem wichtigen Spiel nach 3 Niederlagen in Folge. Nicht unbedingt die besten Startvoraussetzungen für ein Debütspiel. Schauen wir mal drauf. 4-2-3-1, das ist das Spielsystem. Da hat er nichts verändert. Aber mit Tekerci und Moll fehlen gleich mal 2 Stammspieler. Robert Andrich in der Partie. Der Mann, der von Hertha BSC kam, neben Müller im defensiven Mittelfeld. David Rizogic mal wieder zurück auf der Linksverteidigerposition. Und Luka Dürholz im zentralen offensiven Mittelfeld wieder mal von Beginn an. Ganz wichtig aber vor allen Dingen rechts außen der Mann mit der L4, dieser Justin Eilers. Muskuläre Probleme im rechten Beuger des Oberschenkels. Aber er kann spielen, er beißt sich durch. Das hier ist Marc Kienle, der Trainer des SVW in Wiesbaden. Auch sein Stuhl wackelt bedenklich. 20.000 im Dresdner Stadion. In der Startphase sehen Sie nur eine Mannschaft spielen. Und das ist die Ihre. Das ist die SG Dynamo Dresden in Schwarz-Gelb. Aber das muss man wohl nicht erklären. Marvin Stefaniak ist das mit Kombalius. Stefaniak dort gegen Wein. War da was? Der 20-Jährige hätte ganz gern den Elfmeter gehabt. Aber das ist natürlich Unfug. So eine leichte Berührung, da gibt's keinen Strafstoß, keine Frage. Aber trotzdem, Dresden. Sensationeller Pass von Erdmann. Auf Kombalius. Da ist Eilers, Justin Eilers. Zweite Chance, nein. Die Doppelchance, da war nicht mal eine Viertelstunde gespielt für Dynamos Torschützen. 11-mal hat er schon geknipst. Hier scheiterte an Kolke. Und dann auch nach der Artistik-Einlage wird es nichts. Und er hier, Robotertanz an der Seitenlinie. Peter Nemeth, ein Trainer, der akribisch arbeitet und der voll mitgeht im Spiel. Freistoß, Stefaniak. Wieder Justin Eilers. Aber irgendwie, wie auch bei allen anderen, fehlt der Druck, fehlt die Physis, fehlt die letzte Konsequenz auch bei diesem Kopfball. Alles ganz nett anzuschauen, aber das letzte Quäntchen, das ist irgendwie abhanden gekommen. Dann mal was vom SVW in Wiesbaden. Funk mit dem Freistoß. Dresden klärt, Dürholz, Dürholz setzt sich durch, kein Foul, Luka Dürholz, Stefaniak, Eilers, Justin Eilers, Eilers, Traumpass auf Stefaniak, die Führung, nein, das gibt's doch nicht, das ist die hundertprozentige Chance, dieser Pass hier, Playstation-Modus bei Justin Eilers, Traumpass durch die Beine des Gegenspielers, aber Stefaniak dann genauso überrascht wie die Wehner. Defensive. Teixeira. Gute erste Halbzeit von Dynamo. Müller verliert den Ball. Das ist Jennecke, der Ex-Dresdner. Tobi Jennecke. Tobias Jennecke. Den darfst du nicht so laufen lassen. Ein Jahr in Dresden. Zweite Liga. 7-mal schon geknipst in dieser Saison. Am letzten Wochenende bei der Niederlage gegen Cottbus. Hat eine Denkpause bekommen von Marc Kienle. Heute ist er wieder mit dabei, wieder ins Rennen geworfen von Marc Kienle. Ecke Dynamo, Dürholz diesmal. Vrsogic. Erdmann! Aber dann doch relativ weit vorbei am Kasten. Aber Sie sehen das, Dynamo Dresden gewillt, vollen Einsatz zu bringen. Dritte, vierte gute Torchance in dieser ersten Halbzeit. Aber es steht 0-0. Die Gäste mit dem Kapitän Pierre-José Wunguidika. Wunguidika mit der Flanke. Jennecke! Super Flanke, super Kopfball. Vrsogic steht Tuck zu weit weg. Bei diesem Abschluss. Hier, richtig schön Druck hinter diesem Ball. Der senkt sich perfekt. Und Jennecke schießt da hinten das Fangnetz durch mit diesem Kopfball. Dynamo zum Ende dieser ersten Hälfte. Andrich, Robert Andrich auf Kombalius. Silvano Kombalius agierte unglücklich, ließ viele Bälle prallen. Aber das war mal eine schöne Aktion mit dem Rücken zum Tor. Sofort gedreht vom Holländer. Die letzte Möglichkeit
So beobachtet von Peter Nebetz. Der dann den Pausenpfiff entgegennimmt. Es geht in die Kabinen beim Stand von 0:0. Dresden besser, das Tor, es hat gefehlt. Zweite Hälfte. Teixeira, ui, ein Fehlpass. Andrich kommt zu spät. Müller kommt zu spät. Blacher, das ist David Blacher. Hefele inkonsequent. Jennicke, Tor! Eiskalt, knochentrocken. 51 Minuten gespielt, die Gäste führen durch den Ex-Dynamo, durch Tobias Jennicke, der das natürlich sensationell schick macht, ein Schleifchen um den Ball wickelt, Wiegers keine Chance lässt, aber was da vorher passiert ist, wir kontrollieren nochmal, Andrich grätscht ins Leere, Müller steht dann Andrich im Weg, Blacher geistesgegenwärtig setzt sich nochmal gegen Andrich durch, was Hefele da macht, weiß er selber nicht, er legt dem Jennicke den Ball auf. Dynamo in Rückstand. Da kann man schon mal an der Bande ziehen. Peter Nemitz. Aber gleich die aufmunternden Gesten. Weiter geht's. 50 Minuten gespielt. Noch nichts passiert. Aber Dynamo fällt nichts ein. Nur noch lange Bälle. Die Schritte werden kürzer. Die Fehler müssen her vom Gegner. Das ist Stefaniak. Der nutzt das aus. Marvin Stefaniak. Hätte da vielleicht querlegen können. Auf Justin Eilers. Hier der Fehler von Funk. Und dann versucht es Marvin Stefaniak ganz alleine. Dresden mit Andrich gut durchgesteckt. Justin Eilers. Baumann eingewechselt. Eilers! Da fehlen Zentimeterchen für den Kopfballabschluss. Eine Trainingseinheit hat er absolviert in dieser Woche. Und hier fehlt ein bisschen Sprungkraft und auch ein bisschen Körperlänge. So wird es nichts mit dem Ausgleich. Christian Fjell, Kapitän, mittlerweile auch eingewechselt. Vesogic hat Platz. Vesogic abgefälscht. Aufwärmübung für Kolke im Kasten des SVW in Wiesbaden. David Vesogic. Schauen wir nochmal. Macht eigentlich alles richtig. Aber da fehlt dann auch die Power und die Präzision. Und dann ist Mrovca auch noch dazwischen. Und jetzt kommen die Gäste. Schnellbacher. Jennicke. Tobi Jennicke. In der Mitte. Schnellbacher. Blacher. Und dann der Elfmeterpfiff. Der Elfmeterpfiff, das kann nicht wahr sein. Christian Fjell kaum zu halten. Die beiden erfahrenen, Minzel und Fjell untereinander. Martin Petersen, der Schiedsrichter aus Stuttgart, hat sich sofort entschieden. Wiegers winkt ab. Wir versuchen das mal aufzulösen. Schwer zu sagen. Ball im Seiten aus, im Tor aus. Dann trifft Wiegers. Blacher. Schwierige Entscheidung. Aber Wiegers auf der Linie ein guter. Gegen Pierre-José Wunguidika. Hält Wiegers Dynamo im Spiel. Er hält Dynamo im Spiel und er hält auch den Nachschuss von Akista Patsche, dem Innenverteidiger. Patrick Wiegers, der Elfmeterkiller von Dresden. Kurz vor Weihnachten gegen Cottbus hat er damit mit so einer Aktion die Wende eingeleitet. Und hier Robotertanz Teil 2. Peter Nemeth voll mit drin im Spiel. Und dann wird's heiß. Das Adrenalin übermannt alle. Es sind noch 10 Minuten. Der Wiegers hält einen Elfmeter. 20.000 im Stadion. Jetzt muss doch was gehen, Dynamo. Jetzt muss was gehen. Hefele. Fjell. Es dauert zu lange. Erdmann. Langer Ball. Baumann. Andrich. Der fällt. Es gibt den Freistoß. Es gibt den Freistoß und den gibt es ein bisschen glücklich. Martin Petersen. Und das ist sie hier. Die größte Hüpfburg Dresdens. Die schöpfen nochmal Hoffnung. Andrich hier gegen Mrovca. Naja, kleines Geschenk für die Dresdner. Christian Fjell. Jetzt muss es sein. Christian Fjell bleibt hängen in der Mauer. Und bleibt damit auch torlos in dieser Saison. Dynamos Kapitän.
Nicht mehr viel Zeit für Dresden. Nicht mehr viel Zeit. Christian Fjell. Schöner Doppelpass. Das ist Kreuzer. Als letzter eingewechselt. Niklas Kreuzer. Hefele kommt an den Ball. Und dann Stefaniak. Oh, wie auf dem Schlitten rutscht er da in den Kolke rein. Kommt den Schritt zu spät. So wie sie irgendwie alle zu spät kamen. Oder häufig in der zweiten Halbzeit. Die Schritte wurden immer kürzer. Dynamo kraucht auf dem Zahnfleisch. Und so richtig fehlt auch die Power bei Erdmann und Co. Auch bei dieser Situation in der Schlussphase. Riemann, der Eingewechselte für WN Wiesbaden. Alex Riemann auf Schnellbacher. Wiegers, super gehalten. Und dann ist er nochmal gefordert. Viel zu schnell für die Kameras. Von Riemann, der den Nachschuss hatte. Wir schauen hier nochmal ganz genau drauf. Lukas Schnellbacher, die Handballparade von Wiegers. Und dann kommt das Gerät aus dem Rückraum und dann die sensationell gute Parade von Patrick Wiegers. Aber Patrick Wiegers allein, der kann es halt nicht richten. Der kann für seine Mannschaft keinen Sieg holen und keinen Unentschieden. Und deswegen verliert Dynamo zum vierten Mal in Folge. Peter Nemeth, sein Debüt geht in die Hose beim 0:1 gegen den SVW in Wiesbaden. Uwe Carter hat die Interviews geführt. Kann man gewonnen. Der Mannschaft heute einen Vorwurf machen? Ja, ich glaube, wir haben verloren und da müssen wir gründlich analysieren. Das Ergebnis ist schon enttäuschend, brauchen wir uns nichts vormachen, aber ich glaube, dass wir in vielen Belangen auch ein paar ganz gute Ansätze gesehen haben. Wir haben uns sehr, sehr viel vorgenommen von dem Spiel. Wir sind gut rein ins Spiel gekommen, wir haben sehr gute Möglichkeiten, aber nach 30 Minuten haben wir ein bisschen Spiel verloren. Und leider, wie das auch in so Spielen ist, wir haben das erste Tor kassiert und wir wussten schon vor dem Spiel, dass es sehr, sehr schwierig wird. Und wer schießt das erste Tor, der sehr wahrscheinlich auch gewinnt. War es denn ein Elfmeter? Meiner Meinung nach ganz klar nicht. Ich versuche einfach nur, den Ball zu blocken. Mache mich groß und der Stürmer kommt mit vollem Tempo und läuft einfach in mich rein. Und ja, war kein Elfmeter. Reicht die athletische Verfassung der Mannschaft aus? Gut, das ist müßig, das wollen wir jetzt auch nicht überstrapazieren. Fakt ist eins, in den ersten 30 Minuten war unsere Spielanlage richtig ordentlich. Ich glaube, in Summe haben wir das Dreifache an Torschüssen heute gehabt, als in den letzten drei Spielen zusammen. Jetzt gibt es kein Nachtreten, es gibt bloß einen Blick nach vorn und wir werden gucken, dass wir die Defizite aufarbeiten. In welcher Front muss man denn zuerst tätig werden? In alle. Autsch. Das sitzt. Dynamo verliert zum vierten Mal in Serie, bleibt punktlos im Jahr 2015. Die Spieler dürfen sich jetzt auf anstrengende Wochen unter Peter Nemeth freuen. Das ist mal klar. Und die Fans, die haben auch keine Geduld mehr.